Dieses Stückes könnte gar nicht besser passen. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Und genau das werden wir jetzt erleben. Im nächsten Fallbeispiel, ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, wäre eine gute Überschrift dazu. Oder aber man kann es auch nennen, Barrierefreiheit für Blinde. Wir kommen jetzt nämlich zu Bartimäus. Also vom Establishment begeben wir uns jetzt unter die Armutsgrenze, vom Yuppie kommen wir zum Bettler, denn Gott will alle. Wir bleiben allerdings auf der Straße, das ist interessant. Also von Osten kommen, zieht Jesus nun mit seinem Tross weiter und es ist jetzt ein bisschen hell, aber Sie können das mit viel Fantasie vielleicht erkennen. Also rechts sieht man Jericho, also im Norden des Toten Meeres gelegen. Und nun geht es hinauf nach Jerusalem. Circa 6 Stunden Fußweg. Das ist keine erholsame Wanderung auf abgeschiedenen Feldwegen, sondern zu der Zeit waren die wichtigen Verkehrswege geflutet von Pilgergruppen, die ja zum Passafest nach Jerusalem unterwegs sind. Das ist jetzt diese Zeit. Und man fragt sich, ob die Jünger überhaupt noch Augen gehabt haben für das Flair, für den Glanz von Jericho, das ja durch die Jahrhunderte hindurch eine ganz bewegte Geschichte hinter sich gebracht hat. Also die Stadt schmückte sich mit dem inoffiziellen Titel Palmenstadt, also ein paar Palmen können Sie da auf diesen Bildern auch noch erahnen. Man genoss dort das Klima einer subtropischen Oase, das war wiederum gut für die Landwirtschaft, also Bananen, Datteln, Gewürze, herrliche Blüten gab es dort alles. Und Josephus, der große jüdische Historiker des ersten Jahrhunderts, schreibt in seinem jüdischen Krieg über Jericho, man würde nicht fehlgehen, wenn man diesen Ort, an dem die seltensten und schönsten Pflanzen so reichlich wachsen, als göttlich bezeichnete. Damit Sie mal einen Eindruck bekommen von dem Ort. So schreibt das Josephus. Und zugleich war Jericho ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Man profitierte dort von der strategischen Lage. Viele reiche Kaufleute kamen vorbei, die in dieser Stadt ihre Geschäfte trieben. Es gab gute Straßenverbindungen in alle Himmelsrichtungen. Es gab eine wohlhabende Oberschicht in Jericho nach allem, was wir wissen. Und wie gesagt, die Stadt lag am Westufer des Jordans, nördlich des Toten Meeres. So können Sie sich das vorstellen. Heute ist es ein palästinensisches Autonomiegebiet. Schon das alte Volk Israel hat hier in Jericho ja dieses große Wunder erlebt, als die Mauern einstürzten und Josua hatte damals davor gewarnt, die Stadt wieder aufzubauen. Und so gab es eine sehr wechselvolle Geschichte. Im ersten Jahrhundert vor Christus soll dann Mark Anton Jericho seiner Kleopatra zum Geschenk gemacht haben. Das ist doch mal ein schönes Geschenk zum Hochzeitstag, so eine kleine Stadt. Später errichtete Herodes der Große dann hier seine Sommerresidenz, der wusste auch, wo es schön war. Man hat in der Nähe von Jericho übrigens Augenmedizin hergestellt mit der Flüssigkeit einer sogenannten Balsampflanze. Das ist für die Ophthalmologen interessant. Auch das mag manche Blinde angezogen haben, aber wie viele Hoffnungen waren hier schon gestorben? Und dann, wenn die Hoffnung starb und die Salbe nicht half, was blieb dann? Es blieb dann nur noch das Betteln für den Lebensunterhalt. Das war in diesen Tagen vor dem Passafest allerdings ziemlich attraktiv, weil nicht nur Geschäftsleute vorbeikamen, sondern auch Pilger und Pilger in großen Mengen. Und die waren schon mal eher in der Stimmung, etwas mehr zu spenden, darf man annehmen. Da wird so manche Münze in den Sammelbüchsen der Bettler und Kranken gelandet sein, die das Glück hatten, sich einen Stammplatz dort vorne an der Durchgangsstraße zu sichern. Und wie gesagt, von hier aus Fußmarsch gut 30, 35 Kilometer. Und wenn man die bewältigt hatte, dann war man in der goldenen Stadt. Dann sah man den Tempel, dann konnte man mitfeiern und mitbeten. Auf dieser Straße von Jericho nach Jerusalem spielt übrigens auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. So, der Aufstieg von Jericho nach Jerusalem war ziemlich steil, das müssen wir auch noch wissen, denn Jericho gehört zu den wirklich am tiefsten gelegenen Städten weltweit, 260 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist das Setting, das ist die Szenerie und mittendrin Jesus und seine Jünger, für die es jetzt in die entscheidende Woche geht, an deren Freitag die Kreuzigung stattfinden wird. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten.
Und jetzt in den nächsten Tagen, da wird sich mit brutaler Konsequenz erfüllen, worauf Jesus seine Jünger über Monate hinweg vorbereitet hatte. Die letzte der drei Leidensankündigungen haben wir ja in diesem 18. Kapitel unmittelbar vorher. Und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt geht es wirklich in die finale Runde. Und kurz davor eben noch diese letzte kurze Atempause in Jericho. Und hier in Jericho, da wird unser Herr zwei beglückende Begegnungen haben. Die eine mit Zachäus, die werden wir uns morgen genau ansehen. Und eben heute noch die andere mit Bartimäus. Und wahrscheinlich, Lukas legt das nahe, ist es auch wirklich in der Reihenfolge erfolgt, dass Jesus erst dem Bartimäus begegnet ist und dann dem Zachäus. Und wir sind wirklich in der glücklichen Lage, dass uns die Evangelisten diese kostbaren Momente sehr lebendig berichten. Als Jesus da mit seinem Tross, umgeben von der Menschenmenge, ausgerechnet an dieser Stelle vorbeikommt, an dem dieser Blinde Tag für Tag um Almosen bittet. Und jetzt müssen wir zunächst mal klären, wie das losgeht. Vers 35, also Lukas 18, Vers 35, es begab sich aber, als er in die Nähe, also Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Und aus Markus 10, Vers 46 erfahren wir noch seinen Namen, nämlich Bartimäus, Sohn des Timäus. Und jetzt müssen wir Folgendes klären. Hier steht, es begab sich, als Jesus in die Nähe von Jericho kam. Und wenn Sie Markus 10 damit vergleichen, steht dort, als er von Jericho auszog. Also kam er nun rein nach Jericho oder kam der Herr Jesus raus aus Jericho? Wie ist das zu verstehen? Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir viele Fragen nur lösen können, wenn wir wirklich die vollständige Information aller Evangelien haben. Und dazu müssen wir Folgendes wissen. Es gab in Jericho eine Altstadt und es gab eine Neustadt. Das kann man auf diesen Bildern auch erahnen. Hier im Vordergrund die Altstadt, im Hintergrund die Neustadt. Hier noch einmal diese Perspektive, vorne die Altstadt, hinten die Neustadt. Also eine ehrwürdige Altstadt, von der auch heute noch Ruinen besichtigt werden können. Und dann gab es diesen neuen Stadtteil, der wesentlich von Herodes ausgebaut worden war. Und so muss man das unterscheiden. Also offensichtlich bettelte Bartimäus an einer Stelle, an der von man vorbeikam, wenn man die Altstadt verließ und auf die Neustadt zusteuerte. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Also Matthäus 20 und Markus 11 müsste man dann so übertragen, er verließ Alt-Jericho und steuerte Lukas 18 auf Neu-Jericho zu. Zwischen diesen beiden Teilen, da wird der Bartimäus gesessen haben. Und dann noch eine interessante Beobachtung, die uns zeigt, wie gut die Evangelien sich ergänzen. Von Matthäus bekommen wir noch eine weitere Information. Es war nämlich noch ein Kollege von Bartimäus mit dabei, noch ein zweiter Blinder, der sich Bartimäus anschloss. Also bei Matthäus lesen wir von zwei Blinden, aber offensichtlich war Bartimäus der Wortführer und deshalb konzentrieren sich Markus und Lukas ganz auf ihn. Und diese selektive Darstellung, also diese auswählende Darstellung ist historisch ganz legitim, ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass Bartimäus später in den Gemeindekreisen bekannter wurde. Und dadurch, dass wir Matthäus noch dazu haben, gewinnen wir dann das gesamte Bild. So ist die wahrscheinlichste Erklärung. Gut, dass wir beide haben. Und jetzt versuchen wir, diese Begegnung zwischen Jesus und Bartimäus an der Straße aus zwei Perspektiven zu betrachten. Zunächst aus der Perspektive von Bartimäus, wie ein Blinder das Licht der Welt erblickt, und dann andersherum aus der Perspektive Jesu, wie das Licht der Welt einen Blinden findet. Ja, wie ein Blinder das Licht der Welt erblickt und dann umgekehrt, wie das Licht der Welt einen Blinden findet. Und dabei läuft die persönliche Frage immer mit, wie können wir Jesus begegnen und wie können wir unseren Zeitgenossen zu einer Begegnung mit Jesus verhelfen. Und das wäre schon mal eine Kurzdefinition von Evangelisation. Was bedeutet evangelisieren? Evangelisieren bedeutet, ungläubige Menschen mit Jesus zusammenzubringen. Das ist erstmal eine Grobdefinition und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen sie mit Jesus zusammenbringen. Und nun zunächst die Bartimäus-Perspektive. Es ist ganz offensichtlich, dass Bartimäus schon vorher von Jesus gehört hatte, von seiner Macht, von seinen Wundern.
Die Evangelien zeigen ja, dass Jesus ständig in der Öffentlichkeit wirkte, dass es zum Teil Massenheilungen gab, dass sich das in ganz Israel herumsprach. Und wir müssen Folgendes sehen, unser Text hier ist die letzte spektakuläre Heilung in Jesu Dienst. Also Bartimäus ist der letzte, von dem wir erfahren, dass Jesus ihn heilt in seinem Dienst hier auf der Erde. Und jetzt lese ich nochmal den ganzen Text. Als er, also dieser Bettler, aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wir erinnern uns nochmal dran, dass Jesu Wundertätigkeit, die jetzt hier zum Ziel kommt, ja im Norden begonnen hat. In Nazareth, Kana. Und jetzt das Abschlusswunder im Süden, das legt sich gewissermaßen wie eine Klammer um seinen Heilungsdienst. Und somit ist das ganze Land umfasst von der Wundertätigkeit Jesu. 3 Jahre lang hatte Jesus das Land erfüllt mit seiner Botschaft, mit seinen Wundern. Überlegen wir mal, in wie vielen Städten und selbst Dörfern hatten die Menschen über seine Macht gestaunt, waren erschüttert gewesen von seinem Erbarmen. So viel Evidenz, so viel offensichtlichste Beweise seiner Macht. Das konnten nicht mal die härtesten Gegner leugnen. Sie mussten deswegen versuchen, das umzudeuten, es zu verdächtigen. Und trotzdem weigern sich die meisten hartnäckig, den einzig logischen Schluss aus diesen Fakten zu ziehen, nämlich, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. So viele Wunder, nicht nur Heilung, die Brotvermehrung, das haben Tausende miterlebt. Die Totenauferweckung, denken wir an die Tochter jetzt Jairus oder den Sohn der Witwe aus Nein, die Stillung des Sturmes, Jesu Macht über die Dämonen, über den Tod, über die Natur. Diese Evidenz konnte man nicht steigern, die konnte man nicht überbieten. Und das meiste davon, ich sage es nochmal, in aller Öffentlichkeit. Was Jesus getan hat, geschah nicht in irgendwelchen religiösen Zirkeln oder Hinterzimmern. Nicht in irgendwelchen obskuren Sonderveranstaltungen. Sondern was Jesus tat, das geschah inmitten der Realität, mitten in dieser Welt der Tische und Bänke unter strengster Beobachtung der Öffentlichkeit. Und deswegen, Bartimäus muss davon gehört haben. Und ganz sicher hatte er gehört von der Auferweckung des Lazarus, von der Johannes 11 berichtet. Das lag noch gar nicht so lange zurück und es war nur wenige Kilometer von seinem Bettelplatz entfernt geschehen. Also wenn Sie rauflaufen von Jericho nach Jerusalem, dann gibt's kurz und sich dem Ölberg nähern, dann gibt's kurz vor Jerusalem eine Abzweigung nach Bethanien. Und dort auf dem Friedhof von Bethanien war es passiert und es dürfte keinen Tag gedauert haben, bis diese Sensation sich auch an der Durchgangsstraße von Jericho verbreitet hat. Das lag also da ganz eng alles beieinander. Vieles hatte er gehört und Bartimäus hatte viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und deswegen ist es ganz klar, dass ihn diese Nachricht elektrisiert, dass ihn das wie ein Blitzschlag trifft, als er plötzlich mitkriegt, Jesus ist im Anmarsch. Jesus immer noch auf dem Gipfel seiner Popularität. Was wird er in Jerusalem anstellen? Wie werden die Pharisäer reagieren? Wird es jetzt zum großen Zusammenprall kommen? Jesus ante portas, Jesus vor den Toren Jerusalems. Und Bartimäus hat ein Problem, dass er nämlich nicht, anders als Zachäus morgen, dass Bartimäus nicht Ausschau halten kann. Deswegen auch unser Titel, Barrierefreiheit für Blinde. Wie kommt er daran? Also wir haben einen Glaubensbruder in unserer Gemeinde, der selber blind ist und der sich sehr daran engagiert, seiner Community, vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, auch an christliche Sendungen heranzukommen. Und er ist ein treuer Streiter für die Barrierefreiheit für Blinde. Bartimäus ist auf sein Gehör angewiesen. Bartimäus ist darauf angewiesen, dass die Leute, die in der Nähe stehen, ihm einen Tipp geben. Und schauen Sie hin, genau das passiert, Vers 36. Als er aber die Menge hörte, als
die vorüberging. Ja, die Menge, die vorüberging. Das war ja, da war ja immer Betrieb, die Pilgergruppen. Forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und dann ist es soweit, Vers 38, und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Bartimäus hat nur eine einzige Chance, auf sich aufmerksam zu machen, nämlich zu schreien. Deswegen passte das Bach-Busoni-Stück auch so schön. Zu schreien. Und ich meine mich zu erinnern, irgendwie in den 80er Jahren, Bundeskanzler Helmut Kohl machte einen Staatsbesuch in einem sozialistischen Land und diese Szene kam dann im Fernsehen. Viele Menschen dicht gedrängt hinter den Absperrungen und plötzlich hört man einen schreien dort hinter der Absperrung, Herr Kanzler, helfen Sie mir! Und die Polizei oder sonstige Wachleute versuchen, den abzudrängen, aber Helmut Kohl bekam das irgendwie mit und er macht sich sofort frei, geht an diesen Zaun, an die Absperrung da rein und sagt, lassen Sie, kommen Sie mal her, sagt er. Und dann hat er sich von ihm den Namen geben lassen und der Mann konnte ihm noch einen Zettel zustecken. Das ist die Situation von Bartimäus. Er darf das nicht verpassen jetzt, diesen Moment, wo Jesus vorbeigeht. Er hat nur dieses kleine Zeitfenster. Und es ist auffällig, mit welchen Worten er nach Jesus ruft. Jesus, du Sohn Davids. Das war die Bezeichnung für den Messias. Das war ausführlich im Alten Testament angekündigt. Der Nachkomme aus der Davids-Dynastie, groß ausgeführt in 2. Samuel 7. Das war der bekannteste Messias-Titel, der Sohn Davids. Das sehen wir an den Stammbäumen Jesu in Matthäus 1 und in Lukas 3. Jesus ein Nachkomme Davids. So wurde das Maria angekündigt. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Über diesen Davids Sohn, über diesen Messias hatten die Propheten Folgendes angekündigt. Jesaja 35, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Und die Ohren der Tauben geöffnet. Und in Jesaja 42 wird über den Gottesknecht gesagt, das ist ja nur ein anderer Titel für den Messias, den Gott beruft, ich, der Herr, habe dich gerufen, Jesaja 42, 6 und 7, in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und mache dich vom Bund für das Volk und zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und als Jesus in der Synagoge von Nazareth predigt, hat er diese Stellen mit Jesaja 61 kombiniert. Und bei der Gelegenheit hat Jesus das in der Synagoge von Nazareth so gepredigt. Das ist Lukas 4, Vers 18. Lukas 4, Vers 18. Und das lag so lange noch gar nicht zurück. Wie gesagt, da verknüpft Jesu diese Jesaja-Stellen und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, Lukas 4, Vers 18, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Das stand da alles im Hintergrund. Und Bartimäus glaubt daran, nach allem, was er mitbekommen hat, Bartimäus glaubt daran, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Helfer und der Retter, so wie er das bisher versteht. Und deshalb nimmt dieser Blinde alle Kraft, die ihm geblieben ist, zusammen das letzte Fünkchen Hoffnung und er wirft das alles auf Jesus. Und worum bittet er? Um Erbarmen. Und deswegen werden wir morgen im Gottesdienst in der Liturgie wieder singen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und wir stimmen ein in diesen Ruf nach dem Erbarmen des Kyrios, des Messias. Und was passiert? Es kommt, wie es kommen muss. Alle, die vorne angingen, schreibt Lukas ganz knapp und nüchtern, fuhren ihn an, Vers 39. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Sie wollen die Aufmerksamkeit Jesu. Einigen ist es wahrscheinlich peinlich, dass da dieser Blinde so rumgrölt. Andere wollen vielleicht Jesus keine Bühne geben, ihm keine Chance geben, seine Macht zu erweisen. Und es gab ja diese typische theologische Einordnung, Blindheit ist ein Fluch. Ein Blinder muss ein schlimmer Sünder sein, es muss eine schlimme Strafe sein, die ihn getroffen hat. Deswegen bei der Heilung des Blindgeborenen in Johannes 11, da fragen ja die Jünger und sagen, Meister, Johannes 9, Vers 2, und seine Jünger fragten und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er
blind geboren ist. Das war ein besonderes Verdikt, das war ein Makel, das war ein Stigma. Und am Ende von Johannes 9 werden die Leute sagen, als sie so erschüttert sind, als Jesus diesen Mann doch heilt, Johannes 9, Vers 32, von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Also es gab eine Menge Heilungsberichte über alles Mögliche, aber nicht, dass einem, der blind geboren worden war, die Augen wieder aufgetan worden wären. Und möglicherweise hat der blinde Bartimäus selber gedacht, dass er in irgendeiner Weise unter einem Fluch stehen würde. Und trotzdem, vielleicht gerade deshalb, ruft er um Erbarmen. Und das ist so schön, er lässt nicht locker. Ne? Die versuchen, ihn auszubremsen und ihn zum Schweigen zu bringen. Und dann geht der Bericht bei Lukas so weiter. Die aber vorne anging, fuhr ihn an. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also er hat sich nicht einschüchtern lassen, sondern er hat mit allem, was ihm noch blieb, dagegen gehalten. Was hat er auch zu verlieren? Er setzt alles auf diese eine Karte. Er hat begriffen, es gibt für meine Not nur eine einzige Hoffnung und die heißt Jesus und sonst nichts. Ich habe keine Optionen. Es gibt nicht eine Mehrzahl von Wegen, die nach Rom oder sonst wohin führen. Es gibt nur Jesus. Und wenn ich seine Hilfe nicht bekomme, kriege ich nie mehr Hilfe. Das stand ihm wirklich radikal, brutal, deutlich vor Augen. Und deswegen dieses Insistieren, dieses fast peinliche Insistieren, dieses sich daran klammern, dieses Verzweifelte nicht loslassen wollen, das ist jetzt meine letzte Chance. Und hier in diesen Momenten, da sehen wir sternenklar, was die Herzenshaltung ist, mit der Bartimäus Jesus begegnet. Er setzt auf den einen als den einzigen. Und so ist es immer, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt. Er sagt nicht, probier's mal mit Jesus. Ich probier's eben mal mit Jesus. Ich gebe Jesus eine Chance. Wie lächerlich. Ich klammere mich an Jesus, ich setze auf Jesus, ich schreie zu Jesus, ich hoffe zu Jesus. Auf den einen als den einzigen. Dein Glaube hat dich gerettet. Die Frage ist jetzt, kann man hier noch von Evangelisation sprechen? Ist er nicht schon bekehrt durch das, was er vorher von Jesus gehört hat? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Begriff Glaube hat ja im Neuen Testament viele Facetten. Das kann von einem ersten Nachdenken über Jesus gehen bis hin zu einem Scheinglauben, zu einem echten Herzensglauben. Also man muss, wenn da steht, er glaubt ihm, immer genau gucken, was ist vom Kontext her da gemeint. Und ja, wovon will er gerettet werden? Man kann auch übersetzen, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gerettet. Wovor will er gerettet werden? Nur von seiner äußeren Krankheit oder von mehr? In wenigen Minuten, denke ich, werden wir die Antwort haben. Und liebe Leute, hier stoßen wir wieder auf diesen Unterschied der evangelistischen Situation bei Jesus und bei uns. Bartimäus befindet sich auch eben in diesem Übergangsfeld. Und da muss man sagen, bei uns ist die Sache sehr viel eindeutiger. Bei uns ist die Sache deswegen sehr viel eindeutiger, weil diese Woche, in die Jesus jetzt mit seinen Jüngern reingeht, für uns längst Geschichte ist. Das ist abgeschlossen, das ist geschehen. Und deswegen sollten wir an dieser Stelle, bevor wir weitergehen, kurz zusammenfassen, was heute zur evangelistischen Botschaft dazugehört. Das müssen Sie wissen. Sie müssen wissen, was zur evangelistischen Botschaft dazugehört, wenn man Ihnen heute Nacht um 3 Uhr einen Eimer kalten Wassers über den Kopf schüttet. Ich will hier keinem irgendwelche Ideen einreden. Dann müssen Sie auf Knopfdruck sagen können, was das Gerüst der evangelistischen Botschaft ist. Sie können das ja mal testen. Und ich habe das zusammengefasst hier in 5 Thesen, die können Sie, wenn Sie dieses Buch schon haben, auf Seite 223 nachlesen. Also in meinem Buch über die Rechtfertigung. Und wenn Sie das Buch noch nicht haben, müssen Sie es eben kaufen. Also jedenfalls können Sie auf 223 diese 5 Thesen nachlesen. Und ich will das hier vorne mal kurz entfalten. Das Gerüst der evangelistischen Predigt. Erstens heiliger Gott. Zweitens der Mensch, ein Feind Gottes. Drittens der Retter Gottes, Kreuz und Auferstehung. Viertens der Ruf Gottes, Umkehr und Glaube. Und fünftens doppelter Ausgang, Himmel oder Hölle. Das ist das Grundgerüst der evangelistischen Botschaft.
Wir leben vor einem heiligen Gott, dem wir unser Leben verdanken, der es uns geschenkt hat und dem wir Rechenschaft schulden. Das ist erst. Und das zweite, Feinde Gottes. Im Urteil dieses Gottes sind wir Feinde. Wir stehen unter seinem Zorn, weil wir mit unserem praktisch gelebten Leben gegen ihn rebellieren. Aber Gott will uns retten und deshalb hat er seinen geliebten Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, als den Retter, der an dieses Kreuz gegangen ist, um dort den Sühnetod für unsere Schuld zu sterben, stellvertretend unsere Strafe auf sich zu nehmen. Und er hat diesen Bereinigungsvorgang dadurch endgültig dokumentiert und beglaubigt und vollmächtig abgeschlossen, dass er real von den Toten auferstanden ist. Er ist auferstanden, er ist stärker als Sünde, Tod und Teufel, er lebt. Und das ist das, was in den nächsten Tagen hier in Jerusalem passieren wird und was zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist. Und aufgrund dieses dritten Punktes, Kreuz und Auferstehung, erfolgt dann, und das ist das vierte, der Ruf Gottes an alle Welt. Und dieser Ruf ist ein Ruf zur Umkehr und zum Glauben an Jesus. Bekehre dich, anerkenne deine Schuld, gib Gottes Urteil über dein Leben recht. Und stürze dich mit deiner ganzen Verzweiflung und Schuld auf den einen, in dem er deine Not gelöst und hat und deine Schuld getragen hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Stürze dich auf ihn, hänge dich an ihn. Vertraue darauf, dass sein Sühnetod für deine Schuld geschehen ist, damit du nicht auf ewig verdammt werden müsstest. Denn, und das ist das fünfte, es wird einen doppelten Ausgang geben. Himmel oder Hölle. Es gibt keine dritte Möglichkeit, gerettet oder verloren. Das ist das, was dich am Ende erwartet. Das sind zusammengefasst die fünf Punkte, die das Gerüst der evangelistischen Predigt ausmachen. Heiliger Gott, der Mensch ein Feind Gottes, Gott schickt seinen Retter, Kreuz und Auferstehung, der Ruf Gottes zu Glaube und Umkehr und der doppelte Ausgang Himmel oder Hölle. Und von daher ist für uns die Situation sehr viel klarer. Diese Botschaft haben wir den Menschen nahezubringen und sie dadurch zu einer Begegnung mit Jesus zu bringen. Es ist nicht in jedem Gespräch möglich, alle diese Punkte zu benennen. Es ist nicht in jeder Situation sozusagen der Weg dazu frei. Aber es muss sozusagen unser Ziel sein, dass die Menschen dieses erfahren, dass sie wissen, es gibt den heiligen Gott, vor dem wir als Menschen als Sünder, als Verlorene stehen, aber Gott hat das Entscheidende getan zur Klärung dieser und Bereinigung dieser Situation und auf der Basis dessen ruft er jetzt jeden Menschen persönlich zu Bekehrung und Glauben und es wird einen doppelten Ausgang gegen Himmel oder Hölle. Das ist das Grundgerüst der evangelistischen Botschaft. Und wir wissen schon vor der Kreuzigung, ja bereits im Alten Testament konnte Gott Sünden vergeben, weil Jesus einmal die Strafe tragen würde. Die Tieropfer waren das Versprechen. Und alle Vergebung, die im Alten Testament dem, der glaubt, der Gott das glaubte, was Gott bis dahin offenbart hatte, alle Vergebung, die dem zugesprochen wurde, ist endgültig ratifiziert worden durch jenes Ereignis, das diese vorauslaufende Vergebung erst möglich machte, nämlich ratifiziert worden durch den Sühnetod Jesu am Kreuz. Und so ist das Wichtigste bei Bartimäus damals und bei allen heutigen Bekehrten, jeder braucht Jesus. Jeder braucht Jesus ganz persönlich. Jeder braucht Jesus ganz persönlich als meinen Retter von der Sünde und ihren Folgen. Und deswegen ist es auch noch kein rettender Glaube zu glauben, dass Jesus am Kreuz für Sünder gestorben ist und auferstanden ist. Das glaubt der Teufel auch, das weiß er auch. Zu glauben, dass Jesus am Kreuz für Sünder gestorben ist, sondern es kommt darauf an, dass diese Tatsachen, die Gott geschaffen hat, dass ich mich auf der Basis dieser Tatsachen persönlich an Jesus wende und sage, bitte lass das für mich gelten. Das ist rettender Glaube. Rettender Glaube ist nicht zu sagen, ich bestreite nicht, dass Jesus am Kreuz für Sünder gestorben ist. Sondern rettender Glaube ist, dass ich mich persönlich an diesen Jesus wende und ihn von Herzen bitte, erbarme dich, Jesus, du Sohn Davids, du wahrer Gott und wahrer Mensch, du Retter, du, der am Kreuz für uns starb und auferstand, erbarme dich über meine Schuld. Vergib mir, rette mich. Du sollst mein Herr und Erlöser sein für Zeit und Ewigkeit. Das ist rettender Glaube. Und dieser rettende Glaube verbindet beides. Das Akzeptieren der objektiven Inhalte, der von Gott geschaffenen Wahrheit
und die persönliche Hinwendung zu diesem Herrn, der das für mich getan hat. Und wenn einer gerettet wird irgendwo auf der Welt, dann allein dadurch, dass Jesus sich ihm zuwendet und er ihm darauf Antwort gibt. Und so geschieht es hier. Jesus aber blieb stehen, Vers 40, und ließ ihn zu sich führen. Wissen Sie, dieses Wort, was da bei Luther übersetzt, und ließ ihn zu sich führen, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, Jesus befahl, ihn zu sich zu führen. Wie wunderbar. Jesus sagt, so wie Kohl das gemacht hat im Grunde genommen, ja, jetzt bringen Sie ihn her, ich will mit dem sprechen. Und so macht es Jesus hier. Er sagt, ich will jetzt mit diesem Mann reden, bringt ihn her. Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand sich noch dazwischen wirft. Und wir merken, plötzlich ändert sich auch der Umgangston der Drumherumstehenden. Die können es sich jetzt nicht mehr so leisten, ihn einfach so abzubürsten. Vielleicht etwas zähneknirschend. Eben haben sie noch gesagt, halt die Klappe. Und jetzt sagen sie, die Information haben wir von Markus, 10, Vers 49, sei getrost, er ruft dich. Das steht hier nicht bei Lukas, aber bei Markus steht es. Irgendjemand ist da, ja, sei getrost, er ruft dich. Jetzt ist die Situation schon verändert, weil Jesus ein Wort gesprochen hat. Und in dem Moment geschieht dann noch etwas, scheinbar nur Nebensächliches. Und auch das wird von Markus berichtet. Interessant. In dem Moment nämlich, wo Jesus den ruft, das muss ich Ihnen wörtlich vorlesen. Markus 10, Vers 50, da heißt es, ruft ihn her und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Vers 50, da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Da warf er seinen Mantel weg. Verstehen Sie, Sie müssen wissen, was dieser Mantel für den Bartimäus bedeutete. Dieser Mantel war unheimlich wertvoll. Viel Vermögen hatte der Mann nicht. Und diesen Mantel brauchte er. Den brauchte er, wenn es mal kühler wurde. Und er weiß doch nicht, ob er in diesem Chaos, er kann nicht sehen, diesen Mantel, den er da von sich wirft, ob er den jemals wiederkriegen wird. Das ist völlig unklar. Und jetzt fragen wir ihn, warum reißt er sich den vom Leibe? Da steht im Griechischen wirklich wörtlich, er warf ihn weg. Apoballo, er warf ihn weg. Weil dieser Mantel ihn in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt hätte, schnell zu Jesus zu kommen. Ist das nicht krass? Und er sagt sich, bevor ich diese das geschieht ja in Sekunden, bevor ich diese einmalige Chance verpasse, weg mit dem Mantel, hin zu Jesus. Und ich möchte dich fragen, welchen Mantel musst du möglicherweise wegschmeißen, um endlich auf kürzestem Wege zu Jesus zu kommen? Welchen Mantel musst du wegschmeißen? Wenn dich etwas daran hindert, zu Jesus zu kommen, dann wirf es weg und zwar mit Schwung. Apoballo. Glaube setzt auf den einen als den einzigen. Und schauen Sie, wie Jesus jetzt sind wir wieder bei Lukas 18, wie Jesus jetzt auf den Mann eingeht. Als er näher kam, fragte er ihn, 40, 41, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und Bartimäus sagt ihm ganz einfach und direkt, was ihn unmittelbar bewegt. Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dich gerettet. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk sah es und lobte Gott. Und Markus schreibt noch so schön, Markus 10, 52, und folgte ihm nach, auf dem Wege. Und hier haben wir die Antwort, dass sich bei Bartimäus nämlich viel mehr verändert hat als nur sein äußerer Gesundheitszustand. Er folgt Jesus nach, er bindet sich persönlich an ihn. Er nimmt Jesus nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern es ist ganz offenkundig, er will bei Jesus bleiben. Er will bei Jesus bleiben. Er will von jetzt an mit Jesus mitgehen. Er folgte ihm nach und pries Gott. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Überlegen Sie mal. Vergleichen Sie mal. Wie viele Menschen wurden damals geheilt und niemals gerettet? Geheilt ist noch lange nicht gerettet. Weil sie nämlich das Entscheidende, was Jesus ihnen schenken wollte, verachtet haben. Seine Vergebung, die persönliche Verbindung zu ihm, die Nachfolge Jesu, war ihnen piepegal. Denken Sie an die 10 Aussätzigen, Lukas 17. Einer kam zurück. Im Gegensatz zu den 9 Mitgeheilten. Und was hat Jesus zu diesem einen gesagt, der zurückkam? Dein Glaube hat dich gerettet. Lukas 17, Vers 19. Das ist wortgleich mit dem, was er dem Bartimäus sagt. Dem einen, der zurückkommt, Lukas 17, Vers 19, sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Die anderen waren auch körperlich wiederhergestellt worden, aber sie haben sich nicht bekehrt.
Und liebe Leute, das hat Jesus immer wieder klargestellt. Nicht die äußere Heilung ist das Wichtigste, sondern die innere. Nicht die körperliche Krankheit ist das Schlimmste, sondern die Sünde. Nicht die medizinische Blindheit ist tödlich, sondern die geistliche Blindheit. Nicht unser Körper ist entscheidend. Der wird sowieso irgendwann mal vergehen und dann kriegen wir einen neuen Body von Gott gemacht. Nicht unser Körper ist entscheidend, sondern unser Herz. Ich habe schon manchmal von unserem Freund aus Kalifornien erzählt, Karl Traber, in der Gated Community dort in Kalifornien, wo er lebt, weit über 80. Der sagt immer wieder, mein Koffer ist gepackt, aber hier ist noch unser Platz zurzeit. Und dann, das ist ein Typ auch. Und dann erzählt er vor einiger Zeit, wie er dort in dem Fitnessraum dieser Gated Community, ist wirklich ein wunderschönes Plätzchen, einen Chinesen getroffen hatte, der immer da sein Workout macht. Und unser Karl macht natürlich auch sein Workout dort. Und da sagte Karl zu dem Chinesen, gut, dass Sie das machen, Ihren Körper stählen. Aber wissen Sie, dass diesen Körper einmal die Würmer fressen werden? Hat er wirklich gesagt. Das glaube ich ihm auch. Und der Chinese sei ganz verwirrt gewesen, hätte gesagt, jetzt sind wir der vornehme Chinesen, ne? Wie meinen Sie das? Und da hat Karl ihm gesagt, wir brauchen auch ein inneres Workout. Und da habe der Chinese sich ganz höflich verabschiedet. Also, wir brauchen ein inneres Workout. Und ja, Bartimäus hat viel mehr bekommen als das äußere Augenlicht. Und das zeigt uns Markus noch durch ein letztes Detail. Markus gibt uns den Namen dieses Mannes. Gucken Sie sich mal die Heilungsberichte aus den Evangelien an. Das ist ganz, ganz, ganz selten, dass uns ein Name genannt wird, ein Eigenname bei einer Heilung. Und das ist ein ganz starker Hinweis darauf, und da sind sich die bibeltreuen Ausleger auch ziemlich einig, dass Bartimäus in der Gemeinde offensichtlich bekannt war, zu der Zeit, als Lukas das geschrieben hat. Bartimäus war bekannt. Also die wussten, ah, das ist der Bartimäus. Und so hilft uns sein persönlicher Fall bis heute, dass wir an diesem Bartimäus ablesen können, was Hingabe an Jesus bedeutet. Echter Glaube setzt auf den einen als den einzigen. Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss die umgekehrte Perspektive, wie Jesus sich Bartimäus zuwendet. Jesus, Vers 40, aber blieb stehen. Und diesen Satz kann man gar nicht stark genug gewichten, wenn wir uns nochmal die Situation vor Augen führen. Ich habe das ja gesagt, für Jesus geht es jetzt rein in die Höhle des Löwen. Und er weiß das. Jesus weiß genau, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommen wird. Und Jesus hat genug zu tun mit dieser schweren Aufgabe. Denken Sie an Gethsemane. Und Jesus muss sich um seine eigenen Leute kümmern. Und die noch weiter vorbereiten. Das war auch schwer genug mit dieser Truppe, das wissen wir doch. Die waren ihm doch keine Hilfe in diesen letzten Tagen, sondern im Gegenteil. Die waren ihm eher eine Last. Und dann hört Jesus diese schreiende Stimme eines ihm völlig unbekannten Mannes. Und es wäre so leicht, in diesem Gewühle und Geschreie einfach weiterzugehen. Aber Jesus blieb stehen und befahl, den zu sich zu führen. Und Matthäus liefert uns auch noch das Motiv Jesu. Matthäus sagt in Matthäus 20, 34, es jammerte Jesus. Verstehen Sie, so sieht Jesus den Verlorenen. Es jammerte Jesus, er erbarmte sich. Der englische Theologe Nelson Darby hat es gut getroffen, was in dem Moment passierte. Darby sagt, Zitat, Josua bat einst die Sonne am Himmel stillzustehen. Doch hier geschieht Größeres. Hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers, der Herr der Sonne, des Mondes und des Himmels still. Hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers, der Herr der Sonne, des Mondes und des Himmels still. Und Jesus sieht diesen einen und nur diesen einen, der ihn jetzt braucht. Und er lässt nicht locker. Und Jesus befiehlt, dass er zu ihm gebracht wird. Und so sehen wir, das gilt eben jetzt auch umgekehrt. Jesus behandelt den einen, als wäre er der Einzige. Der eine klammerte sich an ihn als den Einzigen. Und Jesus behandelt jetzt den einen, als wäre er der Einzige, um den es noch geht. Und schon sind den Kritikern die Hände gebunden. Und wenige Stunden später, auch für unsere Bibeltage, wenige Stunden später, also morgen früh 10.30 Uhr und dann nochmal um 15 Uhr, nochmal in derselben Stadt, ist dann nochmal so ein armseliger Typ, dass wenn wir morgen sehen, Zachäus,
Zachäus ist nicht blind, aber Zachäus ist gebrandmarkt. Zachäus ist ausgestoßen. Zachäus ist total verachtet. Zachäus ist in den Augen der Leute noch erbärmlicher und noch schlimmer als dieser Blinde. Und er klettert auf diesen Maulbeerbaum rauf und der guckt sich die Augen aus nach Jesus. Und Jesus geht wieder Pilgermengen vorbei an diesem Baum und dann steht da auch in Kapitel 19, Vers 5, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf. Das heißt auch wieder, er bleibt stehen. Er bleibt stehen, weil da dieser fragwürdige Zöllner im Baum sitzt und behandelt den einen, als wäre er der Einzige. Und so löst das hier auch die Zunge bei Bartimäus. Das haben wir ja gesehen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Matthäus ergänzt noch, und Jesus rührte seine Augen an. Das hat Jesus auch noch gemacht. Er konnte das ja mit einem Machtwort klären. Aber Jesus hat ihm noch diese Zuwendung gegeben. Er rührte seine Augen an. Er hat ihm noch mal die Hand auf die Augen gelegt und gesagt, Bartimäus, jetzt wirst du sehen können. Und das ist kein Zufall. Diese beiden traurigen Typen, diese Lost Souls, und das waren wirklich Lost Souls, das werden die letzten beiden Bekehrten, bevor Jesus in die Kreuzigungswoche hineingeht. Und ich denke, das kann uns nicht unbewegt lassen. Und vielleicht will Jesus gerade noch mal sagen, für solche Leute gehe ich ans Kreuz. Für solche Leute gehe ich ans Kreuz, um ihre Sünden wegzutragen. Für die Bartimäuse und die Zachäuse. Der eine in den Fesseln seines Geldes, der andere in den Fesseln seiner Krankheit und beide in den Fesseln ihrer Sünde. Und beide nimmt Jesus mit in seine Nachfolge. Ein Zollbetrüger und ein Bettelmann. Und beiden sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Und dann wird Bartimäus dabei gewesen sein, die ganze Woche hindurch. Er geht ja jetzt mit, das schreibt Lukas ja extra. Er wird mitgebankt haben, als sie Jesus hinrichteten. Er wird mitgejubelt haben, als klar wurde, dass der Tod besiegt ist. Er wird dabei gewesen sein, als Jesus, der Auferstandene, dann den 500 Gläubigen in Galiläa begegnet ist, wovon Paulus berichtet. Und dann würde Bartimäus offensichtlich ein treues Mitglied der ersten Gemeinde, sodass Lukas 30 Jahre später ganz selbstverständlich seinen Namen in diesen Bericht reinschreiben kann. Und mit jedem weiteren Tag wird Bartimäus mehr begriffen haben, ich konnte nur deswegen gerettet werden, weil Jesus seit jenen Tagen von Jericho, als ich ihm zum ersten Mal begegnen durfte, weil Jesus den ganzen Weg weitergegangen ist. Er ist nicht in Jericho stehen geblieben. Er ist raufgegangen nach Jerusalem, den ganzen Weg bis nach Jerusalem, bis zum Kreuz und schließlich am dritten Tag wieder heraus aus diesem Felsengrab, das ihn nicht festhalten konnte. Bartimäus konnte das alles miterleben. Und die Begegnung mit Jesus hat ihn auf einen völlig neuen Lebensweg gestellt. Und von da an waren die Wege von Jesus und Bartimäus nicht mehr zu trennen. Das ist wörtlich. Und er folgt ihm nach auf dem Wege. Und von da an ist er ihm gefolgt bis ans Ende seiner Tage. Und so ist es mit jedem von uns gegangen, den Jesus irgendwo am Straßenrand seines Lebens aufgegabelt hat. Jeder von uns ist irgendwo so aufgegabelt worden. Ich denke an jenen jungen Mann in Osnabrück, der mit seiner Familie zu unserem Pfarrbezirk gehörte, wo ich in den 90er Jahren Pastor war, nennen wir ihn mal Manfred. Der hatte viele seelische Probleme, er war wirklich depressiv, er wurde nicht fertig mit seiner Existenz und eines Tages warf er sich vor den Zug. Und ich weiß noch, wie sein Vater weinend ins Pfarramt kam, der gehört überhaupt nicht zur Gemeinde, der also nur nominell, aber der stand eben in den Listen drin. Er kam weinend ins Pfarramt und er hatte jede Hoffnung für seinen Sohn aufgegeben. Er sagte mir, es bringt doch sowieso nichts mehr, er hat doch keine Zukunft. Und dann fuhren wir zusammen ins Krankenhaus, gingen auf die Intensivstation und erfuhren, dass er wirklich beide Beine verloren hatte. Und dann begann wirklich eine lange, schwere Zeit. Wir haben weiter für ihn gebetet. Irgendwann konnten wir ihm eine Bibel geben. Als er wieder aufnahmefähig wurde, und dann hat Jesus das wirklich geschenkt, dass Manfred Schritt für Schritt immer mehr aus diesem tiefen Loch herauskam. Dass er Jesus kennenlernte, dass er Gott, dem Vater, vertrauen konnte und dass er schließlich über die Jahre langer Leidenszeit hinweg wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden hat. Auch so ein Lost Soul. Und dann hat er angefangen, anderen Leuten auch in seiner Einrichtung von Jesus zu erzählen,
hat angefangen, seiner ungläubigen Mutter aus der Bibel vorzulesen. Und ist noch gar nicht lange her, vor einiger Zeit hat er zu meiner Frau am Telefon gesagt, ich weiß nicht, ob ich so zum Glauben gekommen wäre, wenn ich meine beiden Beine noch hätte. Jesus hat ihn gefunden. Und Manfred ist demselben Jesus begegnet wie Bartimäus. Und so war es doch bei jedem von uns, der heute zu Jesus gehört, wenn du zu Jesus gehörst. Irgendwann kam Jesus vorbei an deinem Leben. Vielleicht war es ein bestimmter Tag, vielleicht war das eine Entwicklung über Jahre hinweg. Aber du hast begriffen, ich brauche ihn. Und dann hast du nach ihm geschrien. Nicht alle so laut wie Bartimäus. Und bei den meisten war das wahrscheinlich viel, viel, viel undramatischer als bei Manfred oder Bartimäus. Aber das war uns allen bewusst, dass Jesus der Einzige ist, der uns retten kann. Und dann haben wir auch das andere so erfahren dürfen. Und wir können uns jetzt tagtäglich darauf verlassen, dass Jesus sich um jeden von uns kümmert. Das dürfen wir wissen, dass Jesus für jeden von uns sorgt, als wären wir die Einzigen, für die er zu sorgen hätte. Jesus kümmert sich um den einen so, als wäre er der Einzige. Und Jesus kümmert sich um dich so. Nicht nur um Bartimäus. Und wissen Sie, deswegen bin ich so froh, dass uns Matthäus noch über diesen Kollegen, diesen zweiten namenlosen Bettler informiert hat. Der saß da gewissermaßen als Platzhalter für uns. Der saß da quasi als Platzhalter für uns und für den hatte Jesus auch noch Zeit. Den hat er auch gerettet und den hat er auch mitgenommen. Und möglicherweise sitzen hier heute auch einige, die das von sich noch nicht so bezeugen können. Vielleicht denkt der eine oder die andere, bei mir ist Jesus noch nicht so vorbeigekommen. Wenn ich damals in Jericho dabei gewesen wäre, das wäre was anderes gewesen. Aber ich darf Ihnen das sagen, als Bote des Evangeliums, Jesus ist immer noch unterwegs. Jesus ist immer noch unterwegs und Jesus hat versprochen, immer dort vorbeizukommen, wo sein Wort verkündigt wird. In Lukas 10, Vers 16 sagt Jesus zu denen, die sein Wort verkündigen, wer euch hört, der hört mich. Und Jesus hat versprochen, dort vorbeizukommen, wo man ihn zu hören bekommt, nämlich durch die Verkündigung seines Wortes. Und das ist die Dienstanweisung für jeden Christen, dass du Jesus in deinem Umfeld hörbar werden lässt. Damit deine Freunde, deine Kollegen, deine Angehörigen, deine Nachbarn ihm begegnen können. Es kommt darauf an, dass jemand Jesus begegnet. Daran hängt alles. Und alle, die hier sitzen, haben heute die Möglichkeit, dieses Wort zu hören und zu lesen. Jesus kommt heute an deinem Straßenrand vorbei. Wirst du nach ihm schreien oder wirst du stumm bleiben? Wirst du dich weiterhin an deinen Mantel klammern oder wirst du ihn wegwerfen und schnell zu Jesus kommen? Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du kommst und dass du versprochen hast, dort zu sein, wo dein Wort verkündigt wird. Dass du versprochen hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Herr, auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen können und wenn unser Vorstellungsvermögen so begrenzt ist. Aber wir wissen durch dein Wort, dass du da bist. Und wir danken dir, dass wir zu dir reden dürfen und dass du durch dein Wort zu uns redest. Und dass du jeden hörst, der sich in seinem inneren Druck an dich wendet und dich anruft, um dein Erbarmen bittet, um deine Vergebung, um deinen Schutz. Oder auch jemand, der vielleicht schon lange mit dir lebt, Herr, um deine Durchhilfe in dieser schweren, schweren Situation, durch die er gerade durch muss. Danke, dass du da bist, Herr. Und wir wollen dich loben und ehren und anbeten und mit unserem Leben dir zur Verfügung stehen. Du lieber, guter Herr. Amen. Amen. Jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Ah, das passt sehr gut. Ich fliehe zum Herrn. Das hat im Grunde genommen Bartimäus gemacht. Ich fliehe zum Herrn. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Und während dieses Liedes wird auch die Kollekte eingesammelt. Richtig. Also die Bibeltagskollekte für die Begleichung der Kosten. Aber trotzdem greifen Sie schnell in Ihr Portemonnaie, damit Sie sich dann vor allem auf das Lied konzentrieren können. Ich fliehe zum Herrn. Das ist wichtig, dass wir das jetzt ganz bewusst so singen können.